Hallo Leute, hier ist wieder Banana Brother Chili, zurück bei Let's Play Chrono Trigger. Ja, es ist jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen, ich habe jetzt eine kleine Pause gemacht und letztendlich geht mein Gamepad wieder, was gerade auch ziemlich rumspinnt, merke ich. Ich hoffe mal, dass es funktioniert. Wir waren hier stehen geblieben und die Prinzessin, schlag mich tot, ich weiß nicht mehr den Namen, hat uns vor dem Wachen gerettet. Ich glaube, ich muss doch noch mal eine Pause machen, weil mein Gamepad wohl doch die Biege gemacht hat, als es die Wand geküsst hat. Naja, gut. Schauen wir mal. Nee, es wird schon gehen. Dann gehen wir mal hier lang. Und hoch. Ja. Das ist jetzt, sind jetzt halt die kleinen. Oh, da ist eine Kiste. Ein Tonic. Huch, da hinten ist auch eine Kiste. Aber da komme ich nicht dran. Gamepad. Ich glaube, mein Gamepad will wieder die Wand küssen. Naja. Hoffen wir es einfach mal nicht. Ich glaube, ich muss mir unbedingt mal ein neues Gamepad holen. Sehen wir mal hier mit dem. Ah, Kanzler. Hä? Hä? Los, alter Mann. Alter, was geht? Gehen wir dem einfach mal nach. Oh, war da vielleicht was? Nein, war nicht. 100 Gold. Ja. Ja, einfach mal 100 Gold in Kisten liegen lässt. Und wieder diese komischen, versiegelten Dinger. Was ist der Kanzler? Was ist? Geh mir aus den Augen! Ja, ich gehe ja schon. Beziehungsweise wir gehen ja schon. Reden wir mal mit der Wache. Unter uns gesagt, der Kanzler benimmt sich seltsam in letzter Zeit. Er scheint nachts, er schleicht nachts herum. Schleichen, das ist ein Schleicher. Wo wir schon davon sprechen, der Leibwächter der Königin, dieses Froschding, ist verschwunden. Ob er wirklich durch einen Zauber zum Frosch wurde, ich glaube, er ist ein Spion. Ein Spion? Nee. Oder? Vielleicht? Der Kanzler soll verrückt geworden sein. Glaube ich nicht. Er ist ein netter Mann. Er geht jeden Tag in die Kathedrale. Jo. Jo. Ich gehe auch nie in die Kirche. Trotzdem bin ich ein Guter. Hoffe ich. Ach, verdammt. Die Bronzerüstung. Ja, geben wir direkt mal Chili Chill Chill. Je mehr, desto besser. Aber hier war doch diese, die Königin. Wo sind die jetzt hin? Ist die nicht in die Richtung gelaufen? Reden wir nochmal hier mit dem. Herr, ich verstehe, dass ihr meine liebe Frau gerettet habt. Aber was ist denn genau passiert? Lena benimmt sich sehr seltsam. Und sie hat ihre Korallenbranche verloren, die sie sonst wie ihren Augapfel hütete. Vergebung. Ihr seid müde. Hierfür ist später Zeit. Ruht in den Rittergemächern im unteren Geschoss, im unteren Stock links. Ach, da geht's auch noch. Unten? Nee. Na gut, müssen wir woanders hin. Ich hoffe mal, diesmal habe ich eine einigermaßen abgestimmte Zeit. Ah, und mein Gamepad geht ja doch mittlerweile. Na, schauen wir mal. Das sollen wir uns einfach hinlegen. Die Zehnernbrücke ist unsere letzte Verteidigungsmöglichkeit. Wir müssen sie halten. Ja, bla, babbel nicht so viel. Wo können wir hier pennen? Ausruhen? Ja. Kostenlose Unterkünfte nehmen wir doch gerne an. Jetzt gehen wir mal wieder zum König.
vielleicht erfahren wir endlich mal, was es mit dieser Lena auf sich hat. Nee, das ist, der sagt immer noch das Gleiche. Schauen wir mal rechts. Ah, Controller. Mach mich und dich nicht unglücklich. Mit dem los. Ich habe Hunger. Hier ist euer Essen. Oha, oha, alles klar. Kiste, meine Kiste. Eta, tschüss. Ne, da ist nichts. Ja, jetzt geht mal wieder die Suche los. Wo müssen wir lang? Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Der Kanzler. Gehen wir einfach nochmal zum Kanzler. Ja, ja, ja. Ach man, jetzt spinnt mein Gamepad wieder. Ich krieg die Krise. Da habe ich auch extra wirklich so ein gutes Gamepad von ja, so eine Art PlayStation 3 Controller und jetzt hakelt der so rum. Was ist denn aus den Augen? Anderes kann der auch nicht sagen. Ach ja, ach ja, ach ja, gehen wir mal runter. Es wird immer bunter. Oh Junge, vier Leben. Wir sind solche Lacker. Oh Junge. Ah! Okay. Den Part versuche ich noch mit dem Gamepad klarzukommen, aber am nächsten. Oh! Am nächsten werde ich wieder mit dem normalen kommen. Die Königin war. Ja, ne, achso, das ist ein Typ. Die Königin wartet. Die Königin namens Ingeborg Lena Schmidt. Ah. Die Königin hat vor 10 Jahren in die Familie eingeheiratet. Sie wird immer noch so jung. Fast sah sie an ihrem Hochzeitstag älter aus. Ja, was das wohl zu bedeuten hat. Du hast Königin Lena gerettet. Du siehst nicht danach aus. Ja, ich zweifle gleich, wonach ich aussehe. Nach einer 10 Meter langen Fleischpeitsche ohne Knochen. Ah, da seid ihr. Bitte lasst uns allein. Ich muss mit dieser Person reden. Natürlich, eure Hoheit. Euer Hoheit, euer Hoheit. Oha, jetzt geht's rund, jetzt geht's rund. Komm näher, Herr. Nö, mach's gut, da ist eine Kiste. Yay! Reden wir mit dir. Hihi. Hab ich dich reingelegt, was, Chili-Chili? Bitte. Das ist Gudi-Gudrun. Ich bin's. Aber alle hier nennen mich Lena. Lena. Ja, Lena. Hallo, Lena. Ich bin so froh, dass du hier bist. Wir kennen uns noch kaum, aber irgendwie wusste ich, dass du kommst. Ja. Schön für dich. Danke, Chili-Chili-Chili. Etwas stimmt nicht. Was ist das? Es ist, als ob ich auseinandergerissen würde. Hilf mir, Chili Chili, come on. Wer ist Chili Chili? Hilf mir. Heldenaktion. Ich würde sagen, Mission failed. Aber ich hoffe mal, dass die jetzt nicht irgendwie denken, dass ich daran schuld bin. Ich hoffe es nicht. Reden wir mal mit denen. Hat sie dich schon entlassen? Ihr wart hoffentlich züchtig. Ihr habt hoffentlich nichts Komisches gemacht. Ach so. Habt ihr etwas Komisches gemacht? Ja. Oh,
Dieses Leckermaul darf nicht aus dem Schloss. Ja. Ist euch irgendetwas aufgefallen? Ja. Wie ich es mir dachte. Sie behauptet nicht, Lena zu sein. Sie ist irgendwie anders. Bitte sag es nicht weiter, Herr. Und du? Ich habe die Geräusche hier ziemlich satt. Ja, ich habe auch ziemlich viel satt. Na, dann gehen wir mal Treppe runter. Chill. Ach, Lucky Luca. Die Freunde von Lucky Luke. Puff. Du Birke! Hast du sie gefunden? Weg? Was heißt das? Sie ist weg. Dann hatte ich richtig vermutet. Ich wusste, ich kenne sie. Oh, du Schlitzohr! Und das hier sieht genau wie das Schloss in unserer Zeit aus. Ich wette, sie haben dieses Mädchen für seine Vorfahren gehalten. Weißt du, sie gehört zur Königsfamilie unserer Zeit. Sie ist Prinzessin Nadia. Oder Nadia, whatever. Gudigudrun, das heißt Prinzessin Nadia, ist eine Nachfahren Königin Lenas. Yay. Noch eine. Ah. Königin Lena wurde entführt. Soweit ich weiß, sollte die jemand gerettet haben. Aber die Geschichte wurde verändert. Ja, die Geschichte wurde verändert. Ein kleiner komischer Troll hat ihn. Gudrun sieht Lena so ähnlich. Dass sie ihre Suche aufgegeben haben, als sie hier auftauchte. Aber wenn die wahre Königin getötet wird, ja, dann ist Arschlecken für alle. Und er zeigt uns die Zunge und richtet seine Finger darauf. Igittigit. Egal. Dann wird Gudigudrun einfach verschwinden. Vielleicht ist aber noch nicht alles verloren. Wenn wir Lena retten können, sollte die Geschichte bleiben, wie wir sie kennen. Ja. Jetzt müssten wir langsam mal zu einer stillen Minute kommen, weil der Part, glaube ich, schon ziemlich lange ist. Und hier muss der... Pardon. Und hier muss der Königin etwas zugestoßen sein. Daher ist auch Prinzessin Nadia in Gefahr. Beeilung! Wir müssen die echte Königin finden. Okay. Dann... würde ich sagen, ja, wir haben jetzt Zeit. Dann mache ich jetzt hier mal wieder Stopp. Kurze Pause. Und dann sehen wir uns im nächsten Part bei Let's Play Chrono Trigger mit Banana Brother Chili. Und bis dahin, auf Wiedersehen. Und ja, gute Nacht. Gute Schlacht. Und Penis.